Hallo zusammen Leute, zu diesem neuen Sim-Racing-Video. In diesem Video werde ich für euch mal herausstellen, wie gut Formel-1-Fahrer in einer Rennsimulation wirklich sind und warum sie im Vergleich zu Sim-Racern wie du und ich vor einem Bildschirm mit ihrem Lenkrad so viel besser sind. Klar, ich meine, der Grund liegt ja auf der Hand, sie sind eben echte Formel-1-Rennfahrer. Aber um den Grund dieses Videos mal zu erklären, muss ich etwas ausholen. Vor einigen Tagen habe ich ein Video gemacht, in dem ich meine eigenen Runden in verschiedenen Racing-Games mit den Zeiten von Max Verstappen verglichen habe. Auch wenn ich im Casual F1-Game doch ziemlich schnell bin und seine Zeit ziemlich einfach schlagen konnte, war ich in der Rennsimulation iRacing unfassbar viele Sekunden hinter seiner besten Rundenzeit. Und heute schauen wir uns mal Formel-1-Fahrer Lando Norris und seinen Fahrstil und Techniken an, der ja auch sehr viele Stunden privat in seinem eigenen Rennsimulator verbringt. Dieses Video hier wird aber mal ein etwas anderer Vergleich. Vor einiger Zeit hat Lando Norris ein Schreibtisch-Setup aufgebaut, was wahrscheinlich dem Setup entspricht, was die meisten Anfänger oder durchschnittlichen Sim-Racer benutzen, die eben kein professionelles Sim-Rig haben. Sprich, die Pedale rutschen auf dem Boden herum, das Lenkrad wackelt ziemlich am Schreibtisch und das Lenkrad ist so hoch eingestellt, dass er kaum übers Lenkrad sieht. Einige von euch kennen vielleicht das erste Video aus F1 23, in dem er sein erstes Rennen in F1 23 fährt. Und naja, ich meine, dieses Video damals war zum Release eher als Gag und Bespaßung gedacht. Und die Videos, in denen Lando Norris die offiziellen F1 Games fährt, die sind eigentlich eher nicht so ernst zu nehmen. Denn es gibt kaum Situationen, in denen die echten Formel-1-Fahrer in diesem Game wirklich am Limit gefahren sind. Wie gut aber kann ein echter Formel-1-Fahrer mit einem, naja, wir nennen es jetzt mal einfach Basic-Anfänger-Setup. I am driving on a couch with my pedals that are basically floating. Massive porpoising there. Gegen einen normalo Sim-Racer wie mir mit diesem, nennen wir es jetzt einfach mal fortgeschrittenen Setup, hier in der Rennsimulation iRacing abschneiden. Dazu schauen wir uns mal eine iRacing-Runde aus einem Livestream von Lando an, der vor einigen Monaten aufgezeichnet wurde. Er fährt hier im Stream den F1 Mercedes W12 aus dem Jahr 2021, das schnellste F1-Auto, was die Sim aktuell hat. Praktischerweise geht es auf eine Runde auf den Red Bull Ring, auf dem man sehr gut Rundenzeiten vergleichen kann, weil die Runde ja nicht so viel Kurven hat und nicht so arg lang ist. Stürzen wir uns also rein in seine beste Runde aus dem Stream. Hier für Turn 1 geht er super weit nach links rüber auf den Curb, bremst er maximal, geht er hier die Curbs an, fährt sogar schon ein bisschen zu arg drüber über die Curbs und ähnlich wie man es in den F1 Games gemacht hätte, sogar auf den Curb abgebremst für die erste Kurve. Was er hier zum Beispiel jetzt nicht macht für Turn 3, da bleibt er sehr weit weg von dem Curbs, dass er maximal spät abbremsen kann. Auch Turn 3 hat er hier ganz weit innen genommen, fährt sogar leicht über den Sausage Curb drüber, um da möglichst wenig Weg zu haben. Hier geht sogar runter für die nächste Kurve in den zweiten Gang und beschleunigt hier ganz außen auf den Curb. Da verliert er beinahe das Auto. So früh ist er da schon wieder am Gas. Jetzt geht es für die nächste zwei Linkskurven wieder einen Gang runter, den fünften Gang maximal weit raus, so dass er keinen Off-Track bekommt. Und jetzt hat er dann noch zwei Kurven zu gehen. Hier geht er sogar wieder etwas über die Track Limits. Da ist iRacing sehr verzeihend, was die Track Limits angeht. Auch in den letzten beiden Kurven, auch für die zweitletzte Kurve kommt er hier eigentlich zu weit raus. Und im letzten Turn, in der letzten Kurve, haut er sich noch einen Track Limit rein. Aber allein dieser Versuch hier ist eine 1-4-1. And there we have it, everyone. Lando Norris into P1. In his sofa chair. Und direkt schon im 13. Anlauf holt er sich hier Platz 1 und das mit diesem Handicap an Setup. Wahrscheinlich hat er auch ganz normale Standardpedale und keine Load Cell oder eben Profi-Pedale am Start. Hier sehen wir nochmal, wie er da etwas zu weit rauskommt. Wenn er da noch einen Millimeter weiter rechts ist, dann ist die Runde in iRacing auf jeden Fall gültig. Ja, und dann habe ich mir gedacht, mal schauen, ob ich an so eine Rundenzeit überhaupt herankomme. Um in etwa die gleichen Voraussetzungen zu bekommen wie Lando Norris, der ja in einer Trainingssession unterwegs war, das heißt, es sind mehrere Autos gefahren, das heißt, auch die Strecke war wahrscheinlich etwas besser, habe ich natürlich versucht, mir die Bedingungen so gut wie möglich irgendwie einzustellen, wobei ich im ersten Moment erstmal nicht davon ausgegangen bin, dass ich so eine Zeit überhaupt schaffen kann. Praktischerweise kann man im Stream von Lando genau sehen, welches Setup er fährt, also welche Einstellungen er für diese eine Runde hatte und vor allem, welchen ERS-Modus er in der Runde gefahren ist. Das heißt, wir kriegen hier die genau identischen Voraussetzungen hin für unsere Runde. Also kurz mal das Setup genauso eingestellt und ab da beginnen die Schmerzen. Auf dem Lenkrad oben rechts seht ihr dann jeweils die Rundenanzahl, also wie viele Versuche ich jeweils gebraucht habe. Hier sind wir schon
in Runde 16 in dieser Session. Und ich habe dann tatsächlich auch zwischen den Sessions immer wieder versucht, die Wettereinstellungen etwas zu ändern, dass die Streckentemperatur je nach Session natürlich optimal für mich wird. Und ich bin alle Runden so gefahren, wie ich sie aus meiner Racing-Erfahrung fahren würde, ohne dass ich mir die Runde von Norris im Detail angeschaut habe. Das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir hier mittlerweile in Runde 31 sind. Das war aber die Runde, die für diesen Moment zumindest mein absolutes Maximum war. Und oben rechts seht ihr meine aktuelle Bestzeit, eine 1.59. Das ist das Ganze 2 Sekunden langsamer als Norris. Und die Optimum-Runde, die errechnet dir iRacing ja immer mit den ganzen Fehlern, die du machst. Und wenn du diese Fehler nicht machst, dann wäre meine optimale Runde bei einer 1.54 gewesen. Und selbst das wäre noch über eine Sekunde langsamer als Lando auf seinem besten Versuch, direkt in Runde 13. Und da die F1-Fahrer jetzt nicht unbedingt so viel Zeit mit den Simulationen wie F1-23 oder iRacing verbringen, ist das schon ziemlich stark, was die hier auf Anhieb rausballern können. Und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal die schnellste Runde von Norris im Vergleich zu meiner Runde an und was er mit seinem Beginner-Setup allein schon deutlich besser umgesetzt bekommt wie ich, um danach weitere Versuche zu setzen, um irgendwie seine Zeit zu knacken. Man sieht direkt beim Anbremspunkt auf die erste Kurve, dass ein echter F1-Fahrer einfach deutlich mehr Gefühl auf der Bremse hat. Norris tritt die Bremse deutlich heftiger als ich hier auf der linken Seite, eigentlich in fast allen Kurven, aber hat dadurch trotzdem keine blockierenden Vorderreifen, weil er die Bremse relativ zügig wieder loslässt. Ich dagegen nehme die Kurve nicht weit genug außen und habe einen deutlich vorsichtigeren Bremsfuß in dieser Situation. Über Kurve 3 müssen wir in meinem schnellsten Versuch eigentlich gar nicht reden. Da habe ich den Scheitelpunkt verpasst und fahre außerdem im dritten Gang in die Kurve rein. Norris nimmt die Kurve sehr viel enger im zweiten Gang, bleibt auch relativ lang im zweiten Gang, um dann wieder Vollgas raus zu beschleunigen. Und ich schätze, da greifen einfach die Instinkte eines F1-Fahrers. Er weiß ganz genau, wo er auf den Curbs anbremsen kann und wo nicht, wie eng er die Kurven nehmen muss, mit welchem Radius er sie durchfahren muss. Und was außerdem auffällt, dass er ab Gang 3 die nächsten Gänge relativ frühzeitig hochschaltet, um dadurch natürlich wieder so früh wie möglich auf Vollgas zu sein. Er nutzt natürlich die Track Limits von iRacing maximal aus, was man hier sehr deutlich sieht. Auf der rechten Seite ist er schon gar nicht mehr auf dem Curb, holt sich dadurch aber kein Track Limit, ist gerade noch so in den Begrenzungen, was iRacing zulässt. Er ist tatsächlich maximal am Limit hier am Fahren. In der letzten Kurve kommt er dann nur einen Tick zu weit raus. Aber Junge, ist das eine brutale Runde für ein Setup, was eigentlich nur am Rumwackeln und Rumrutschen ist. Das ist wirklich anderes Level beeindruckend. Ich habe mir danach natürlich seine Runde zigmal angeschaut, mir alles gemerkt, wo er wie reinfährt und mir sind tatsächlich einige Dinge aufgefallen, die so wahrscheinlich nur ein F1-Fahrer umsetzen würde. Zum einen sieht man direkt schon mal Turn 1, dass er eigentlich mehr in die erste Kurve reinrollt und den Exit so wie in der Realität nimmt. Er nutzt hier den Sausage Curb auf der Außenseite, um hier maximal Grip auf die beiden linken Reifen zu bekommen. Dadurch macht er die Kurve etwas weiter, nimmt maximale Traktion raus, würde natürlich so nicht funktionieren im offiziellen F1-Game. Kurve 3, auch was auffällt, dass er direkt nach der Kurve nach rechts rüberfährt. Das ist nicht die typische Linie, die man eigentlich fahren würde. Rechts ist aber der beste Weg, um ordentlich Grip zu finden. Und in Kurve 3 nimmt er den ganzen Schwung auf den Curb mit, weil er genau weiß, auf diesem Curb kann er beschleunigen, auch wenn er da etwas zu viel gewollt hat, da sogar etwas korrigieren muss, aber sehr viel Zeit rausholt. Ich für meinen Teil habe natürlich nicht aufgegeben und deshalb befinden wir uns mittlerweile in etwa schon in Versuch Nummer 50. Aber die ganze Erfahrung des F1-Fahrers nehmen wir jetzt mal mit in diese Runde. Hier identisch zu Lando Norris' Runde haben wir hier perfekt Kurve 1 getroffen. Auch den Sausage Curb auf der linken Seite komplett mitgenommen. Dadurch ordentlich Traktion hier raus für Kurve 3. Nicht zu weit links angebremst, auf Kurve 3 zu innen sehr weit reingefahren. Auf die rechte Seite etwas rübergefahren, dass wir hier besser Traktion rausholen können. Wäre sogar etwas mehr gegangen noch auf der rechten Seite. Und ihr seht hier schon eine optimale Runde. Wäre hier eine 1.45 mittlerweile schon. Also allein durch das Anschauen der Runde von Lando mit seinen Erfahrungen, wie er die Kurven nimmt, haben wir allein hier schon auf der Runde fast eine Sekunde geholt. Hier wieder ganz weit rausgefahren, ähnlich zu Norris Runde. Die Drag Limits maximal ausgenutzt und auch hier die letzten beiden Kurven musste ich dann natürlich so weit wie möglich rausfahren, gerade dass die Runde noch gültig ist. Hier die zweitletzte Kurve weit raustragen lassen, gerade noch auf den grünen Streifen. Letzte Kurve nochmal, die wäre beinahe ungültig gewesen. Aber wir haben keinen Off-Track bekommen und am Ende ist es eine 1.45. Und das war mein stärkster Versuch innerhalb dieser 50 Kurven.
Versuche. Ich habe es also in Summe nicht ganz geschafft, Lando Norris Zeit in dieser Simulation zu schlagen, aber allein daran sieht man schon, wie viel Erfahrung ein F1-Fahrer hier mitbringt und innerhalb kürzester Zeit mit einem Beginner-Setup, wohlgemerkt, so eine Runde rausballern kann, wo du dir erstmal anschauen musst, wie macht der was. Und das, obwohl man eigentlich doch selbst recht viel Ahnung von Simracing-Games hat. Meinte man zumindest. Ich hoffe, euch hat dieser Simracing-Vergleich gefallen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, noch schneller zu werden auf seinen Runden. Das war's mit diesem Video. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.